Nachdenkseiten. Die kritische Website. Scharfer Wind aus dem Bundestag von Ulrich Heiden. Menschen, die versuchen, über den Krieg in der Ukraine auch von der russischen Seite zu berichten oder Hilfsbedürftige in den neuen russischen Gebieten mit humanitärer Hilfe zu versorgen, werden aus dem öffentlichen Diskurs ausgegrenzt. Meinungs- und Pressefreiheit werden zu hohlen Begriffen. Wer in Zukunft etwas von sich gibt, was wie eine Verharmlosung der russischen Kriegsverbrechen aussieht, der kann nach einer am Donnerstag vom Bundestag im Eilverfahren beschlossenen Gesetzesänderung wegen Volksverhetzung bestraft werden. Die Gesetzesverschärfung findet sogar die grüne Hauspostille Taz bedenklich. Sie schreibt: Die Leugnung und Verharmlosung von Kriegsverbrechen und Völkermorden ist jetzt als Volksverhetzung strafbar. Der Bundestag hat in der Nacht zum Freitag ohne jede Ankündigung das Strafrecht verschärft. Dies betrifft zum Beispiel die Leugnung und Verharmlosung von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Parallel zu der Gesetzesverschärfung nehmen in den großen deutschen Medien Enthüllungen über Putins Gehilfen in Deutschland zu. Die Bild und der MDR haben in den letzten Monaten vor humanitärer Hilfe für die Menschen in Lugansk und Donetsk gewarnt, denn das sei Hilfe für Putin. Auch die Welt lässt sich nicht lumpen. Sie hat vor ein paar Tagen einen langen Text zu Putins Gehilfen in Deutschland veröffentlicht. Mit einer Undercover-Aktion erlangten ukrainische Aktivisten Einblicke ins Innere eines pro-russischen Netzwerks. Welt konnte exklusiv Chats auswerten. Posaunt das Springerblatt. Ukrainische Aktivisten hätten bei der Recherche geholfen, schreibt die Bild. Da in der Ukraine jegliche Opposition verboten und Russlandfreunde mit Folter und Mord rechnen müssen, kann man davon ausgehen, dass die ukrainischen Aktivisten in engem Kontakt zum ukrainischen Staatsapparat stehen. Der ukrainische Staatsapparat wiederum steht im engsten Kontakt zu deutschen und US-Diensten. Also mit Journalismus hat der Artikel der Welt nichts zu tun, eher mit einer Treibjagd, bei der alle Mittel erlaubt sind. Jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, wo Menschen, denen das Grundgesetz und die Pressefreiheit etwas wert ist, aktiv werden müssen. Mit der Kampagne gegen Putins Gehilfen will man die Kritik an den Waffenlieferungen in der Ukraine ganz aus der öffentlichen Debatte verbannen. Im öffentlichen Raum sollen nur noch die zu Wort kommen, die Russland als Alleinschuldigen für die sicherheitspolitisch hochbrisante Lage ausmachen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.